Dass die Aktienindizes nicht immer ganz einheitlich verlaufen, das ist etwas, was wir ja schon in der letzten Zeit häufiger mal gesehen haben. Sehr deutlich wird das aktuell beim Dow Jones, denn der Dow Jones ist immer noch ganz klar auf der Aufwärtsrichtung unterwegs. Ihr seht das im 4-Stunden-Chart sowieso. Ihr seht das im 15-Minuten-Chart, auch wenn sich das hier ja andeutet, dadurch, dass wir immer noch, ja, wenn abwärts, eher wackelige Abwärtsbewegungen haben. Also noch ganz gutes, positives Bild beim Dow Jones. Wie weit wird das gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es gibt nicht wirklich erkennbare Gründe oder Stellen, wo der Kurs jetzt drehen muss. Also natürlich kann man hier mal versuchen mit dem Cluster, dass man sagt, okay, wir schauen mal, wo ist hier so eine Extension-Marke beispielsweise. Da stellen wir fest, ah, guck mal, da haben wir ja schon eine. Das kann natürlich den Markt tatsächlich zur Drehung führen, aber so eine einzelne Marke bitte nicht überbewerten. Das ist jetzt nicht der Beweis, ja klar, da muss doch der Markt drehen, das ist doch sonnenklar. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber trotz alledem, hier sollte man mal ein bisschen genauer aufpassen und gucken, worauf sollte man gucken? Naja, eigentlich auf eine Geschichte, die ich ja immer wieder im Hinterkopf habe, nämlich ob der Markt hier in der Bewegung, hier zum Beispiel im 15-Minuten-Chart, vielleicht auch im 5-Minuten-Chart, ob das jetzt eine starke Abwärtsbewegung ist oder ob das eben eine sehr korrektive Bewegung ist. Aktuell sieht das eher aus, als ob es noch nicht stark ist und dementsprechend noch keine echte Sorge für die Abwärtsseite. Ähnlich sieht es witzigerweise beim Dow Jones, Entschuldigung, beim DAX aus. Hier der DAX-Index. Da sehen wir, auch hier geht es nach unten und haben wir eine Abwärtsbewegung. Yep, aber auch hier sehen wir, die hat noch das Potenzial, ein Dreiweller zu werden im Sinne von so einer Geschichte. Und das ist jetzt vielleicht ein ganz spannendes Beispiel, denn ja, aber wer sagt mir denn jetzt nicht, dass das passiert? Tatsächlich kann beides passieren. Es kann sein, dass der Markt jetzt hier weiterfällt, es kann sein, dass er hier dreht. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Allerdings, wenn wir einen Zwischenhochpunkt hier überschreiten, dann wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass dieses Bild hier kommt und der Markt eben nicht nur diesen Hochpunkt hier, sondern auch diesen Hochpunkt überschreitet, also sprich die Aufwärtsbewegung nochmal fortführt. Und dieses Szenario wird relativ wenig wahrscheinlich. Also ihr seht, oder weniger wahrscheinlich, ihr seht also, dass man das nicht notwendigerweise an diesem Punkt, auch nicht, ob das dreiwellig ist oder nicht. Aber so ein Kriterium kann zum Beispiel ein Zwischenhoch sein, wenn er da drüber hinausgeht, dann war doch die letzte scharfe Bewegung, diese hier. Dann ist das hier ja eine Überschneidung sozusagen mit diesem Hoch hier und dementsprechend das Ende dieser Korrektur recht realistisch, sprich die Fortsetzung. Ihr seht, die Blue Chips, die sind eher positiv gestimmt. Wechseln wir mal auf den Nasdaq-Index und dann sehen wir, ja, nicht so richtig toll. Wir hatten zwar vorhin mit den Verbraucherpreisdaten einen Anstieg, also um 14:30 Uhr, als die rauskamen, die waren ja nicht so schlimm, wie sich das manche einer vielleicht vorgestellt hat. Die waren den Erwartungen entsprechend immerhin. Und also keine Verschlimmerung der Situation, leichte Entspannung auf Wochenbasis, auf Monatsbasis, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber das hat den Anstieg erstmal hier bewirkt, aber jetzt sofort wieder kein wackeliger Rücksetzer, sondern wieder ein starker Rücksetzer. Relativ stark hier die Abwärtsseite, sicherlich nicht ganz so stark wie die Aufwärtsseite, aber trotz alledem kann man sagen, dass die Abwärtsseite jetzt nicht wirklich schwach ist. Dazu müsste sie mehr hängend sein, müsste sie mehr so zur Seite gehen. Ich habe das hier mal aufgezeichnet, denn das zeigt eigentlich das Problem beim Nasdaq aktuell. Wir sehen, dass die Aufwärtsrichtung, da gibt es jetzt ein bisschen Geräusch im Hintergrund, ihr seht, dass die Aufwärtsseite hier nicht mehr so stark ist, sondern dass es eigentlich eher in so einem Trendkanal hin und her wackelt und umgekehrt, dass die Abwärtsseite ebenfalls nicht mehr so stark ist oder noch nicht so stark ist, weil es hier ebenfalls wackelt. Das heißt, im Moment ist hier noch die Findung sozusagen der Richtung. Es macht aber so ein bisschen den Eindruck, als ob es eher am Ende einer Bewegung ist, weil das ist alles so. Nicht so richtig weiß man, was da sein soll. Also das eröffnet die Chancen für die Abwärtsseite ein gutes Stück mehr. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht gar nicht so schlecht, hier mal drauf zu gucken, was der Zinsmarkt macht. Denn der ist unabhängig davon, ob ihr da einen Zusammenhang seht oder nicht, absolut schön scharf runtergelaufen. Jetzt sogar in so ein Cluster. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt hier eine Widerstandsmarke, eine Unterstützungsmarke in diesem Sinn, also Widerstand für die Shorties, ist, wo der Kurs jetzt erstmal eine Gegenrichtung macht und anschließend die vordere Abwärtsseite nochmal läuft, natürlich in Länge dessen, also wenn das jetzt tatsächlich bei dem Tief bleibt, dann vielleicht nicht ganz so weit, wie ich es jetzt gezeichnet habe, aber eben eine Fortsetzung nach unten und wir wissen, dass viele den Zusammenhang sehen, naja, wenn die Zinsen schlecht sind, ist das ja gut für die Techies.
Aber wenn dieser Kurs nach unten geht, steigen die Zinsrenditen. Und steigende Zinsrenditen sind nicht optimal für Gold. Und so sagt man, für den Tech-Markt. Gut, das lassen wir uns auf mal auf uns zukommen. Das ist aber eine interessante Geschichte. Wer sowas auch mal traden mag, hier die US Treasury Notes, in dem Fall die 10-jährigen, klarer Schub runter. Ein wackeliges nach oben würde hier im Prinzip das Türchen für den nächsten Schub nach unten aufmachen. Und da das ja sehr schnell ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch übergreift auf andere Märkte. Lassen wir uns da mal überraschen. Eine Story, die uns vielleicht morgen oder in den nächsten Tagen noch begleiten wird. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße in diesem Moment, bis zum nächsten Beitrag.